Hast du dich schon mal überfordert gefühlt, entweder eine Entscheidung zu treffen oder in Bezug auf deine Aufgaben, die dich heute und morgen die nächste Woche konfrontieren? Nun, da bist du heute hier richtig bei dem Thema die Müllersche Zahl. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung und wir helfen vielen Menschen dabei, die berufliche Selbstständigkeit aufzubauen, diese zu vergrößern oder später das Unternehmen auch zu verkaufen. Nun, und wenn diese Menschen beginnen und die ganzen Aufgabenberge als Unternehmer sehen, die sich dann vor ihnen auftun, dann kann irgendwann nach ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder schließlich nach Jahren das Gefühl kommen der Überforderung. Das Gleiche gilt, wenn du in einem Verkaufsgespräch sitzt mit deinem Kunden und du deinem Kunden überforderst mit zu vielen Informationen und Fakten. Auch dann greift die Müllersche Zahl, dann bist du zwar nicht überfordert, aber dein Gegenüber. Meine Aufgabe wird es heute sein, dich ein wenig an die Hand zu nehmen und in das Gehirn hineinzugucken, was da genau passiert und wie du in Zukunft die Selbst- oder die Fremdüberforderung verhindern kannst. Nun, schauen wir mal rein in das Gehirn. Dort gibt es so einen Arbeitsspeicher, wie beim Computer, könnte man mal sagen, der RAM-Speicher. So einen ähnlichen Speicher hat das Gehirn auch und es kann sich gleichzeitig, so die Müllersche Zahl, nur maximal 7 Informationen gleichzeitig merken. Das können ein bisschen mehr sein, auch mal 9 bei gut trainierten. Es können ein bisschen weniger sein bei Menschen, die vielleicht sich nur 5 Informationen gleichzeitig merken können. Die Frage ist jetzt, stimmt das überhaupt? Nun, ich lade dich ein zu einem kleinen Spiel. Nenne mir bitte ganz kurz in sehr schneller Zeit 7 oder so viele Hauptstädte, wie du kennst. Wenn du 20, gibt mehrere 100 Hauptstädte, nenne einfach welche. Die meisten sagen, okay, Paris, Rom, London, Berlin, Belgrad, dann kommt Washington und spätestens bei 5, 6, 7 setzt das Gehirn aus und kann keine weiteren Informationen liefern. Nächstes Beispiel, nennen wir einfach mal so viele Automarken, wie dir einfallen. Ja, dann kommt BMW, dann kommt Mercedes, dann kommt VW, dann kommt Porsche, dann kommt Ferrari, dann kommt Peugeot, dann kommt Fiat und irgendwann setzt das Gehirn aus und liefert nicht mehr schnell neue Informationen nach. Das hat etwas mit dieser Müllerschen Zahl 7 zu tun, dass wir 7 plus minus 2 nur insgesamt verarbeiten können. Und der Speicher, den nenne ich jetzt einfach mal wie in der Mathematik oder IT, Chunk, der Klotz, der Batzen. Wir haben also 7 plus minus 2 Informationen, also 5 bis 9 Informationen, die wir uns merken können. Was bedeutet das für deine Selbstorganisation, für dein Selbstmanagement? Wenn du morgens aufstehst und du machst dir keine Arbeitszettel, du machst dir keine Wiedervorlage, keine Projektmappen, keine Listen und keine Strukturpläne für deine Arbeit, dann kann es sein, dass du gezwungen bist, alles im Kopf zu haben. Und was steht da drin? Nun, als erstes steht es drin, du musst ja Müller anrufen. Dann musst du ja noch Meier einen Brief schreiben. Dann musst du ja Lehmann noch eine E-Mail schreiben. Dann musst du ja noch eine Rechnung schreiben. Ach, und dann hast du ja noch ein Meeting vorzubereiten. Ach ja, und hier ist noch ein Brief zu verschicken und den wolltest du noch anrufen. Und jetzt, irgendwann ist dein Chunk voll. Es ist egal, ob es 5, 7 oder 9 Aufgaben sind, irgendwann ist dein Speicher voll. Und jetzt kommt der nächste Anruf oder der nächste Termin. Das heißt, die nächste Information, die rein will, kann nur auf Kosten einer anderen Aufgabe, die du rausschmeißt, reinlassen. Das bedeutet, das Telefonat vergisst du. Die E-Mail wird vergessen. Und das Gefühl, das du dann hast, dass du in Stress kommst, weil du Angst hast, etwas Wichtiges zu verlieren. Und diesen Stress sieht man Menschen an, die sind total unter Strom und können sich auf nichts konzentrieren. Wenn du dich mit diesen Menschen unterhältst, hast du das Gefühl, dass der dir zuhört? Wohl kaum. Sprich also, wird dieser Mensch erhebliche kommunikative Schwächen haben, viel Streit und Stress haben und auch andere Menschen ständig das Gefühl der Überforderung haben. Und schließlich kommt dann auch der Körper und sagt, jetzt gibt es Herz-Kreislauf-Probleme, Bluthochdruck, die Verdauung ist schlecht, das Immunsystem ist schlecht, wir werden ständig krank, weil diese Person durch diesen Prozess der ständigen Überforderung, nehme ich das Neue rein, lasse ich das Alte raus, wie kann ich alles vergessen, mein System ist so schlecht, ich muss alles im Kopf halten, im Stress sind. Damit dir das nicht passiert, gucken wir uns die zweite Person an. Hier unten. Diese Person zeichnet sich dadurch aus, dass eine neue Aufgabe, zum Beispiel ein Telefonat, kurz in den Arbeitsspeicher, in den Chunk reinkommt und diese Person entscheidet sofort, okay, wo schreibe ich das hin? Und diese Person entscheidet sich, einen Aufgabenzettel zu nehmen und sich diesen Zettel in ein System hineinzustellen,
wo sie genau weiß, da ist diese Aufgabe, die ich heute erledige. Oder wenn ich heute keine Zeit habe, kommt dieser Zettel in eine Wiedervorlage für die nächsten 30 bis 300 Tagen. Und da wird dieser Zettel reingelegt und man weiß genau, im September, am 5. September kommt diese Aufgabe wieder hoch und ich brauche mir das hier oben nicht zu merken. Nun, mein Wiedervorlagesystem geht sogar bis 3000 Tage und länger, das ist deine Entscheidung. Aber die wichtigste Aufgabe ist, wenn dieses zwei Menschen sind, das hier ist Anton beispielsweise und das ist Bernd und du sitzt Bernd gegenüber, wie fühlt sich das an? Ist der auch gestresst? Ist er hochrot im Gesicht, weil er zu hohen Blutdruck hat und ständig das Gefühl hat, er vergisst was? Nun, Bernd ist super entspannt, weil jede Aufgabe, die reinkommt, wandert gleich durch in sein System und er kann getrost nach Hause gehen, kann Feierabend machen, ohne Angst haben, etwas vergessen zu müssen. Nun, was bedeutet das in einem Verkaufsgespräch? Wenn du mit deinem Kunden sprichst, wenn du in deinem Laden einen Tisch aufbaust, nicht mit 7 oder 5 oder 9 Marmeladengläsern, sondern mit 10, 20 oder 30 Sorten. Nun, was wird der Kunde sagen? Kann er sich alle 30 Sorten gleichzeitig merken, um dann eine Entscheidung zu treffen? Nein, deshalb sind die Warenangebote, sind die Beratungsgespräche, die 2, 3, 4, 5 Alternativen anbieten, wesentlich erfolgreicher, als wenn man in einen Laden reinkommt und man hat 100-mal verschiedene Müsli-Sorten, 100 verschiedene Marmeladengläser, man steht davor und sagt, was würde ich jetzt eigentlich hier kaufen? Dein Beratungsgespräch, dein Verkaufsgespräch, also zu überprüfen, dass dein Kunde auch diesen Chunk hat, dass dieser Kunde auch nur 7 plus minus 2 Informationen verarbeiten kann. Das ist deine Aufgabe, das Beratungsverkaufsgespräch so zu verkürzen, so einzudampfen, dass der vielleicht 1, 2, 3 Informationen hat und dann sagen, okay, dann kommen noch die Zahlungsmodalitäten dazu, 4 oder 5 bezahle ich gleich bar in Raten und dann kann er eine Entscheidung treffen. Lieferst du aber 30 Informationen in deinem Verkaufsgespräch oder in deiner Präsentation oder deinem Pitch? Nun, da sagen die anderen, oh, da muss ich erstmal nach Hause gehen und drüber nachdenken, mit meiner Frau, Mutter, Schwiegermutter sprechen und ich muss natürlich einen Antrag beim Papst und bei Angela Merkel eintragen, ob ich diese Entscheidung treffen kann. Klar, scherzhafte Ausreden oder Vorwände, aber die kommen meistens dann, wenn du zu viele Informationen geliefert hast. Zusammengefasst also, wenn du in Zukunft an Arbeitsplatz ungestresst gehen möchtest, selbst nicht überfordert wirken möchtest auf dein Umfeld, auf deine Mitarbeiter, auf deine Kunden, dann schreib alles aus deinem Chunk hinaus in dein Arbeitssystem, damit du dich auf den Gegenüber konzentrieren kannst, damit du dich auf deine kreative Aufgabe konzentrieren kannst. Und wenn du in Beratungsgesprächen bist, in Verkaufsgesprächen bist, Pitches hältst, Reden, Vorträge hältst, nun, dann bring auch nicht dein gesamtes Wissen deiner letzten Jahre und Jahrzehnte mit rein, sondern such dir 2, 3 Informationen raus, die du von verschiedenen Perspektiven dem Betrachter, dem Zuhörer vorstellst und achtest darauf, dass er entscheidungsfähig bleibt. Solltest du dabei Hilfe wünschen, Unterstützung, dann können wir gerne dich in einem kostenfreien Erstgespräch darüber informieren, wie wir dir helfen können. Ich lade dich aber auch ein, einen Rhetorikclub, wie zum Beispiel die Berliner Rhetorikmeister oder andere Toastmasters Club in deiner Region aufzusuchen, um das zu trainieren und zu optimieren. Und das Wichtigste ist, besorge dir ein Wiedervorlagesystem, dein Arbeitssystem, wo du ohne Angst haben musst, etwas zu vergessen, alle Aufgaben eintragen kannst. Egal, ob da 10, 100 oder 10.000 Aufgaben sind, gewinne den Wettbewerb, dein Kopf, dein Gehirn immer frei zu haben. Wie ein ruhender See sollte die Wasseroberfläche spiegelglatt sein. Dann wirkst du auch auf Menschen ganz anders, attraktiver. Deine Gespräche werden erfolgreicher, deine Kunden nicht überforderter und du hast mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Spaß an deiner Unternehmung. Ich wünsche dir viel Freude und wenn wir dir helfen können, nutze gerne jetzt den Gutschein. Abonniere den Kanal oder empfehle uns weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.